aus Marzahn. Die Prinzessin, die euch gerne hat, sie sieht wieder umwerfend aus. Ein pinker Genuss ist im Haus. Wir wollen da. Setzt euch hin. Ja, danke schön. Danke schön. Danke. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, zu Hause zu sein. Guten Abend, Berlin. Hallo. Ach. So. Mach mal Licht an. Ich muss mal kicken, wer alle da ist, bevor ich hier irgendwas mache. Ist Licht schon an? Nee. So, der Erste hat schon ja keinen Bock hier. Ich geh mal bisschen guten Tag sagen, komm mal her. Du musst herkommen, ich schaff das sonst nicht. Ich muss immer warten, bis der Kameramann hier ist. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Gucke mal, ich hab Schuhe von. Warte, ich geh mal in die Knie. Oh, oh, also, sag mal, sind das deine Schuhe? Ja. Passen die nicht mehr? Doch. Ja? Guck mal, Schuhe, Schuhe, sagt er. Du musst die Schuhe füllen. Schuhe. Oh, da ist aber auch schön schwarz. Sag mal, wie heißt du denn, Mäuschen? Amy. Amy, und wie alt bist du? Sechs. Sechs. Das ist wie bei so einem Hundewelpen, ne? Da macht man gleich, oh. Und hast du denn schon mal gesehen, was ich mache, Amy? Ja. Ja? Hast du denn heute schon Geschenke bekommen? Du musst Nein sagen. Mäuschen, du sag mal Nein. Müsste mal Nein sagen, da gibt's nämlich was geschenkt. Wollen wir dir mal was holen, was Schönes? Ja. Willst du mal mitkommen? Komm mal mit. Komm mal mit. Riesenapplaus für Amy. Komm mal mit, Amy, weil wir haben nämlich extra... Oh Gott, noch eine Treppe, ich schaff das heute nicht mehr, ich sag euch das. So, willst du hier hoch? Kommst du hier hoch? Warte, ich muss da auch noch hin. Dankeschön, Martha. So. Ach.
Du hast ja so ja pinke Socken. Extra heute angezogen für mich? Mhm. Natürlich, was soll sie jetzt auch sagen? Wo kommst du denn her? Wohnst du in Berlin? Nö. In Potsdam? Nö. In Falkensee? Nö. Weiter weg? Seid ihr sehr lange gefahren heute hierher? Mit dem Zug? Mit dem Zug, mhm. Grenztet ja schon mal ein. wie lange seid ihr denn Zug gefahren? 2 Stunden? 3 Stunden? Weißt du, wo du heute wieder hin musst? Mama! Wo, wisst ihr, wo ihr wohnt? Wo kommt ihr denn her? Thüringer Wald. Thüringer Wald? So weit angereist heute extra? Wahnsinn. Wo denn im Thüringer Wald? Eisfeld. Reisfeld? Eisfeld? Ja. Du wohnst in Eisfeld? Ja. Den Ort kenne ich seit jetzt. Und du bist mit Mama und Papa da? Ja. Ja. Hast du noch Geschwister? Ein Bruder. Ja. Und der ist aber heute nicht da? Nö. Okay. Und wie alt ist denn der Bruder? 13. Mhm. Und der hatte keine Lust, heute herzukommen? Wollen wir mal nachher kurz über die Erziehung reden? Das Kind ist jetzt alleine zu Hause mit 13? Der ist jetzt alleine zu Hause, dein Bruder? Ihr wisst, wo euer anderes Kind ist? Ich frage nur mal so. Pass auf, und du kriegst heute Geschenk von mir. Hast du ja noch nicht bekommen, ne? Mm-mm. Genau, pass mal auf. Also, wir haben da hinten so eine Zaubertruhe. Wollen wir da mal hingehen, Beda? Ja, komm mal mit. So. Ich hab Angst, dass ich grob falle. Ich muss immer, das ist wie so ein kleiner Hund. Guck mal, die geht jetzt auf. Oder auch nicht. Die Truhe. Ich habe aber jemanden, der mir hilft, die Truhe aufzukriegen. Riesenapplaus, hier ist Sexy Boy 36. Du brauchst keine Angst haben, der sieht nur gruselig aus. Kann nicht sein, dass ich zu leicht bin für das Pedal oder was? Ja. Was möchtest du denn haben? Guck mal so. An wen erinnert dich die Puppe? Möchtest du die mitnehmen? So, Nummer 1. Pass mal auf. Wir haben natürlich noch ein bisschen. Guck mal für deinen Bruder. Ihr könnt jetzt da drüben könnt ihr jetzt Fotos machen. Guck mal so eine Tasse. Sexy Boy, hilf doch mal mit. Soll ich alles alleine machen oder was? Nimm mal noch für die Eltern so einen Korb mit. So einen Picknickkorb, weil die wahrscheinlich ihr Kind nachher suchen müssen. So, und dann mach mal noch eine Tasse. Mach das mal bitte auf. Du nervst mich jetzt schon. Weißt du das eigentlich? Ja. Ich hab jetzt schon keinen Bock auf dich. Ich kann hier noch nicht mal sagen, warum. So eine Grundeinstellung. Und habt ihr eine Badewanne zu Hause? Ja, wollen wir so eine Badeente noch mit drin packen? Und, ja, dann, ach so, du brauchst ja einen Jogginganzug. Ist ja noch keine richtige Prinzessin. Was hast du gerade gesagt? So kleine Jogginganzüge haben wir nicht? Dann schneidet sie Beine ab, ist mir doch egal. Pack da einen Jogginganzug. Kriegst natürlich einen Jogginganzug. Und den Jogginganzug. Hast du jetzt alles? Ja. Haben wir nicht so einen kleinen da oben? Aber wir haben doch hier so ein T-Shirt. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe. Ich hab auch keinen Zoll in der Scheiße jetzt. Die ganze Zeit, ne? Ja, streng dich nicht nur anstrengen. Reicht doch schon, dass du doof bist. Hallo! So, hast du da drin? Das ist eins von mir, aber gut, ich glaube, das ist jetzt so. Den nimmst du jetzt mit, da ist noch ein bisschen was für Mama und Papa drin, ja? Okay? Wiedersehen.
Bitte schön. Bis dann. Tschüss. Oh, winken darf ich auch nicht mehr. Kick mal hier. Da hatte Training noch nicht funktioniert, oder? Wenn du Winkearme hast, ist das nicht so schön. Chicken Wings. Kann ich auch gleich mit abheben. So, die Truhe geht schon wieder nicht zu. Sexy Boy, ich hab echt keinen Bock auf die Scheiße. Ich sag dir das so, wie das ist. Kommst du mal bitte her? Musik aus. Geht das jetzt den ganzen Abend so? Ich hab echt schlecht gegessen heute. Du musstest hier rumlaufen. Ist das mein Problem? Ist doch nicht Glatteis draußen. Kannst du aber schneller rennen. Mach mal zu, bitte. Ja. Der sieht so gut aus, aber der ist so blöd. Euch geht's doch auch so, oder? Es gibt doch keinen attraktiven Mann, der auch intelligent ist, oder? Ist das jetzt mal aufgefallen? Nein. Pink is beautiful heißt mein Programm unter dem Motto: Ist das Leben noch so oll? Sing it einfach beautiful. Ich bin. Ja, no, so gut war es jetzt ohne ich gedreht. Ist gut. Ich bin ja heute bin ich hier an der Halle angekommen, hab mich sehr gefreut auf den Auftritt. Da kommt der Hallenchef zu mir, kickt mich von oben bis unten an und sagt: Sie sind also Cindy aus Marzahn, im Fernsehen wirken Sie viel dünner. Ich schon das erste Mal die Halsschlagader am Hals rausgekommen. Aber ich habe ein positives Lebensmotto, halt mir gedacht, ist das Leben noch so, all sing it einfach beautiful. Und er so, von der Seite wirken sie echt fett. Und ich so, ist das Leben noch so, all sing it einfach beautiful. Und er so zu mir, naja, ich habe ja mal Helene Fischer kennengelernt, die finde ich ja total toll, die sieht so sexy aus, die kann so toll singen, die lässt sich ja auch immer von der Decke schweben. Sie lassen sich doch hoffentlich nicht von der Decke schweben. Hatte ich plötzlich kein Lebensmotto mehr, da habe ich nur noch überlegt, wenn ich dem jetzt einen Bleistift in die Halsschlagader ramme, den rausziehe und anspitze, gültet das ja nicht als Mordwaffe, oder? Das ist so, man braucht echt immer so ein positives Lebensmotto. Als Kind zum Beispiel früher an der Schule, ich wurde ja nur verarscht, immer die anderen Kinder, dicke, fette Arschbulette. Dann hatte ich auch schön noch so eine Hornbrille auf. Eine Seite mit einem Pflaster zugeklebt. 3 Jahre meines Lebens bin ich im Kreis gerannt, weil ich den nach Hause gefunden habe. Aber meine Mutti dachte sich, ach, ist ja egal. Machen wir das Pflaster schön bunt, sieht ja cool aus. Rote Mütze auf dem Kopf, damit man sieht, wenn der Dicke aus dem Bus aussteigt. Und dann kommst du nach Hause als Kind, bist gebeutelt. Weißt du, du bist echt traurig. Wo geht's denn hin? Pullern? Ich hab da, naja, musst du pullern oder was? Na gut, dann mach hin, ich warte so lange, ja? Ja, hast ja bezahlt, dann warten wir halt. Ja. Ist er schon wieder zurück? Sexy Boy, kannst du mal... Komm mal kurz her. Ey, mach doch mal andere Musik, ist doch gut jetzt. Kannst du das zur Seite nehmen, damit die Leute mich sehen? Ich weiß. So. Wart mal halt, bis er vom Klo zurück ist. Ich hoffe, der hat keinen Durchfall. Letztes Mal, als ich in Bremen gespielt, hat er in der Durchfall 2 Stunden auf der Bühne gewartet. Aber mutig ist, wenn man Durchfall hat und trotzdem furzt, oder? Ja, ja. Boah, ey. Ja. Kann euch ja ein paar Geschichten erzählen zwischendrin. War heute mit 4 Security-Leuten beim Fitnesstraining. Wart ihr schon mal mit Männern trainieren? Also mit Männern, die keinen Hals haben? Hier ist der Spiegel. Ah, ah, ah. Und dann aber, wenn sie erkältet sind, liegen sie auf dem Sofa. Ich habe Schnupfen. Aber jetzt sterbe ich. Ah ja, Männer halt. Ist der jetzt wieder zurück, oder was? Ja, ich weiß, du möchtest ein Kind von mir.
Oh, da kommt jemand? Nee, du bist es nicht. Hallo. Na, ist nicht schlimm. Wie heißt denn du? Du bist ja auch relativ jung. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht nach vorne kippen. In die Kamera rennen. Schön den Schritt hier filmen. Auch keine, oder? Wie heißt du denn? Huh? Luca! Hey, was geht? Wo kommst du her? Was? Aus Oslo? Was? Wo kommst du her? Rangsdorf. Oh, hier, da ist er wieder. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Da freuen wir uns wirklich sehr. Wir haben heute noch Geschlechtsverkehr. Aus Rangsdorf. Haben wir denn Leute eigentlich, die ganz weit angereist sind? Wo? Aus Hamburg? Osnabrück? Oh. Ist ja auch eine Stadt, wo du gerne rinfährst und wieder raus, oder? Oh, Osnabrück. Ja, ich hab's verstanden. Osnabrück? Ja, ich hab's verstanden. Osnabrück? Wie lange hergefahren? 5 Stunden? Wo bist du nur lang gefahren? Fahr ich ja noch nicht mal mit dem Fahrrad. War da mit dem Zug unterwegs? Tja, das dauert einen Moment, das dauert einen Moment. Mit dem Bus? Mit dem Bus? Mit dem Bus von Osnabrück? Du bist ja schneller, wenn du läufst. Ach, ist das so ein 19-Euro-Ticket, was da gibt? Da gibt es ja so spezielle Busfahrten, wo du aber noch über die ganzen Dörfer fährst und noch irgendwie Spargel stechen gehst in Polen. Und echt? Was habt ihr bezahlt für die Fahrt? 60 Euro hin und zurück für eine Busfahrt, wo ich 8 Tage unterwegs bin von Osnabrück hierher? Boah, da hättest du aber auch mit dem Zug fahren können. Oder ein Billigticket bei Germanwings. Musst du aber 5 Jahre vorher buchen. Und man weiß auch nicht, ob du sitzen kannst. Und wichtig auch, als dicker Mensch mit Germanwings fliegen geht sowieso ja nicht. Weil du den Gurt nicht rumkriegst. Die Knie hast du an den Titten. Und wenn du was fressen willst, musst du Tablett auf dem Nachbartisch abstellen. Weil der Tablett immer so ist. Schöne Grüße an Germanwings. Oh, jetzt sind 2 Mitarbeiter von Germanwings. Ja, ja, mit euch fliege ich nicht mehr. Ich muss immer rückwärts in den Flieger reingehen, weil ich nicht mehr rauskomme. Hinter mir sitzen auch immer Leute mit kleinen Kindern. Ich liebe kleine Kinder. Hinter mir aber prinzipiell immer eine Frau, die gerade ihr Kind im Arm hat und auch gerade füttern muss, wenn ich da schlafen will. Bin eingeschlafen und denke, oh, was riecht denn hier? Im Traum so lecker nach Karottensuppe. Hat mir das Kind mal kurz auf die Schulter gekotzt. Das Kind, was daneben saß, war ein bisschen älter und hat die ganze Zeit am Stuhl. Neig mich umgedreht und hab gesagt, einer von uns beiden fliegt gleich aus diesem Bullauge. Und ich werde es nicht sein. Dann aber beide Kinder denn. Naja. Aber es ist eine andere Geschichte. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du den Weg von der Toilette zurückgefunden hast. Ich mache jetzt einfach weiter, okay? Sag's Bescheid, wenn du nochmal kackern musst, dann hör ich nochmal auf. Ach nee, man sagt ja groß. So mal schön, wenn du irgendwo essen gehst mit irgendjemandem, der steht auf und sagt, ich muss mal groß. Wen interessiert's? Mich nicht. Also wie gesagt, in der Schule, ich wurde immer gehänselt, verarscht. Meine Stimme. Moment. Boah, sexy Boy, kann ich was anderes haben? Ich trinke sowas nicht, das ist schädlich. Für meine Nieren. Habe ich einen eigenen Kühlschrank? Habe ich echt einen eigenen Kühlschrank? Da steht Milch drauf. Wäre ich ja nicht drauf gekommen, dass Milch drin ist. Der ist so blöde, ey. Der sieht echt toll aus, aber der ist so... Ich trinke so gerne kalte Milch. Kennt ihr das, wenn du leicht einen im Tee hast und nach Hause kommst? Kommst du nach Hause, deine Hände sind wund, weil dir irgendwelche Leute auf dem Weg nach Hause raufgetreten sind? Und da gehst du an den Kühlschrank und du hast so einen Brand und denkst, oh, jetzt ein Tetrapack, eiskalte Milch. Und du setzt sie an und was kommen dir entgegen? Flocken! Du hast das halbe Käfig in der Fresse, weil der Alte das Zeug wieder an den Kühlschrank gestellt hat, weil er gedacht hat, oh, vielleicht will er eine saure Milch trinken. Mann, ey. Ich muss mal kicken, ich hab einen Kühlschrank.
Was stimmt an diesem Bild nicht in meinem Kühlschrank? Sieht aus wie ein Karnickel oder was? Habt ihr nicht alle Latten am Zaun? Wo ist denn die Wurst? Avocado? Ekelhaft. Naja, ich sehe euch ja nachher noch hinter der Bühne. Schweinsköppe. So, wie gesagt, Igna, Moment, mach mal kurz Ton aus. Eins, zwei, drei. Mach mal wieder an. Ich hab vorhin irgendwie einen Eisbällchen gegessen. Ich weiß nicht. Ich hätte den Knochen nicht mit unterschlucken sollen. Oh, ich liebe ja Eisbein. Vor allen Dingen, das muss kalt sein, aber die Borsten oben dran, die müssen schön. Oh, das mag ich. Nee, wie gesagt, dann bin ich von der Schule nach Hause gekommen, wurde wirklich gehänselt von allen Schülern. Und dann kommst du nach Hause und denkst, deine Mutti, die wird dich doch in den Arm nehmen. Die wird über... Meine Mutter ist dreimal umgezogen, damit ich nicht nach Hause finde. Die hat auch immer zu mir gesagt, ist schön den Teller leer, dann scheint morgen die Sonne. Ey, eigentlich müsste ich in der Karibik leben. Meine Mutter, ich liebe meine Mutter, wirklich, ich liebe die über alles. Das ist ja so, man liebt seine Mutter, wirklich über alles. Aber meine Mutter, manchmal, ey, manchmal nervt die. Die ruft mich morgens um 7:30. Ruft die mich auf dem Festnetztelefon an, wo bist denn gerade? Ich sag, Mama, beim Synchronschwimmen, was ist denn los? Pass auf, und sie so, hast du schlechte Laune? Ich sag, nee, ich hab keine schlechte Laune, alle, dude. Du hast doch schlechte Laune. Ich sag, Mama, ich hab keine schlechte Laune, was willst du denn? Deshalb, hörst du dir nicht zu? Natürlich hast du schlechte... Ich sag, Mama, ich hab keine... Du hast... Ja, ich hab schlechte Laune! Und sie so, denn jedoch nicht ans Telefon. Meine Oma war da ganz anders. Meine Oma, Omas sind immer süß, oder? Die haben immer Streuselkuchen irgendwie. Die sind immer... Meine Oma war so süß, die hat immer zu mir gesagt, Cindy, du bist nicht zu fett. Jeder Kinderwagen hat 12 Räder. Gut, ich hatte Traktorreifen, wir hatten ja nichts. Meine Oma hat auch immer zu mir gesagt, Cindy, Schuhgröße 43 ist normal, auch wenn man erst in der 4. Klasse ist. Ach, die war so süß. Aber jetzt mal unter uns. Manchmal gibt es doch im Leben Momente, da geht's eben nicht gut, oder? Da spielt das Leben nicht richtig mit, da geht's dir echt beschissen. Und wenn es mir so richtig beschissen geht, dann sitze ich zu Hause mit meinem Häagen-Dazs-Eis. 500 Gramm Becher. Ess den natürlich nur bis zur Hälfte, weil ich mache ja gerade Weight Watchers. Fressen nach Punkten, hat mal jemand Weight Watchers gemacht? Fressen nach Punkten? Ich habe meine Punkte für 2022 schon weg. Bin durcheinander gekommen. Das ist auch nicht, ey, das ist nicht meins, wirklich. Ich hatte irgendwie 49 Tagespunkte, am Wochenende 59 Zusatzpunkte, ab Mittwoch hatte ich schon 3680 Punkte berechnet. Weil ich in Mathe nie so... Weight Watchers ist nicht so meins, sag euch so, wie es ist. Ich hab mal bei Weight Watchers angerufen, hat keiner abgenommen. Der war schlecht. Aber ich mach ihn trotzdem. Naja. Wenn es mir richtig schlecht geht, dann esse ich meinen Häagen-Dazs-Eisbecher nur bis zur Hälfte, dann stelle ich ihn in den Tiefkühlschrank und denke, ich bin standhaft. Die andere Hälfte esse ich morgen. Die Standhaftigkeit hält bei mir genau 2 Minuten. Dann hänge ich vor dem Tiefkühlfach wie so eine Bekloppte. Dann fresse ich den Häagen-Dazs-Eisbecher auf. Danach esse ich Chicken Wings, weil nach dem Süßen brauche ich immer was Salziges. Nach den Chicken Wings esse ich einen Nutella-Toast. Nach dem Nutella-Toast eine Salamistulle mit Gewürzgurke wegen der Vitamine. Und dann geht's mir so richtig beschissen. Dann kommt doch wirklich immer noch einer vorbei, der einen tollen Spruch für dich hat, oder? Kopf hoch, das wird schon wieder. Das Leben ist ein hartes Brot, aber es muss gegessen werden. Wenn dir einer Steine in den Weg legt, bau ein Haus draus. Ich denke mal nur, halt die Fresse. So, und dann bist du unterwegs mit deinen Freunden und denkst, ach, du musst dich mal ein bisschen aufpushen, mal ein bisschen rausgehen, mal unter Leute, wieder Leute kennenlernen. Da sitzt du im Auto mit deinen sogenannten Freunden und was kommt dann für Musik? Atemlos durch die Nacht. Ah ja, boxe ich dir in dein Gesicht einen Schacht. Ich kann's nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören. Und wenn sie richtig gut drauf sind, meine Freunde, was kommt danach? Du hast mich tausendmal betrogen. Atlantis hier unter, ja, ja, die Fresse, ich kann's nicht mehr. Und der bekloppte Neunten dran, ich baue dir ein Schloss, das in den Wolken schwebt. Wie soll nicht jeden mit Strippe dran oder was? Ich krieg keine Luft mehr, gar nicht. Ich
Meine beste Freundin Britney zum Beispiel, die ist ja auch so ein Unfall. Die ist meine allerbeste Freundin, ey, aber die ist so hässlich. Das ist ja so, in einer Mädchenfreundschaft gibt's doch immer eine hübsche und eine hässliche, oder? Schön, nee, Moment. Schön, wie die besten Freundinnen sich gerade gegenseitig untereinander angucken und denken so, boah, siehst du scheiße aus. Du hast verloren. Britney ist wirklich hässlich. Ich meine, im Winter kann ich mit der rausgehen. Das ist ab 16 Uhr dunkel, weißt du, kannst du... Im Sommer kannst du mit der nicht rausgehen. Die hängt ja bis morgens um 2 Uhr im Keller, weil die Sonne nie untergehen will. Aber naja. Und die? Was machst du hier? Diese Bühne ist zu klein für uns beide. Nicht, dass naja nur ein schwarzer Strich auf dem Bild ist, weil ich hinter dem Mikro stehe. Ach ja. Britney, meine beste Freundin Britney, die war ja mal mit dem metrosexuellen René verheiratet. Den konnte ich ja nicht leiden, der hat immer so viel Schminke in der Fresse, wenn er dem auf den Rücken gekloppt hat, wir vorne das halbe Gesicht weg. Und da, als sie sich getrennt haben, war die so traurig und hat nur geheult. Ich sag, Mann, hör doch mal auf zu flennen. Nach 2 Wochen war die fertig mit heulen, kommt an, freudestrahlend. Ich sag, was ist denn jetzt los? Und sie so, ja, ich hab einen neuen Freund. Ich sag, du hast keinen Freund, du bist hässlich. Sie so, doch, ich habe jemanden kennengelernt. Ich sag, wo denn, im Keller? Und sie so, nee, der arbeitet am Zeitungskiosk und der heißt Palulu Balulu. Und kommt aus Senegal. Ich sag, na, schöne Scheiße. Und jetzt? Und sie so, du musst mir helfen. Ich sag, du, ich schlaf nicht mit dem. Ich sag, ich hab deine 3 letzten Typen eingeritten, das mach ich nicht mehr. Ich bin nicht so einer. Und sie so, nein, du sollst doch nicht mit dem schlafen. Und ich so, warum nicht? Und sie so, nein, du sollst meine Hochzeit ausrichten. Ich sag, ey Britney, ich hab noch 2,50 Euro für einen Döner an der Tasche. Ich sag, ich hab keine Kohle. Und sie so, doch, du musst mir helfen. Was? Alle Dude? Sein erster Orgasmus oder was? Manchmal habe ich auch Angst. Nee, schön, ich freue mich. Also Britney. Ja, ich weiß. Ich schwitze wie ein Schwein. Näht euch das auch so? Ist mir eigentlich nur so warm? Ich bin in einem Wechseljahr. Ich habe keine Stimme mehr. Ich weiß nicht, was los ist. Liegt vielleicht daran, weil ich gestern noch ein Konzert gegeben habe. Ab und zu. Ja. Also wie gesagt, meine beste Freundin Britney wollte, dass ich ihr ihre Hochzeit ausrichte. Heike überlegt, okay, als beste Freundin machst du das. Ja, du unterstützt deine beste Freundin. Heike überlegt, wo können wir die Hochzeit von Britney feiern? Heike mir gedacht, feiern wir bei Haxenhanne. Haxenhanne ist ein toller Laden, ich gehe mal gerne hin. Ich bin dann hin, Renate steht am Tresen. Renate arbeitet seit 40 Jahren in dieser Kneipe. Kneipe gibt's aber erst seit 30. Nein. Und Renate sieht genauso aus wie ihr Aschenbecher, riecht doch so. Ich sage, Renate... Hallöchen. Und sie so, ja, was ist los? Ich sag, du, sag mal, die Hochzeit von Britney? Sagt sie, nee, Hochzeit gibt's ja nicht. Ich sag, warum nicht? Sagt sie, ja, Britney hat Hausverbot. Ich sag, warum hatten die Hausverbot? Sagt sie, ja, die hat sich mal besoffen, nackt auf den Tresen gelegt, hat sich mit Mett bestrichen, hat immer gebrüllt, Faxehack, Faxehack. In Fachkreisen wird sie auch die Fickadelle genannt. Ich sah, na super, und was mache ich jetzt? Und sie so, na die Hochzeit, ich wieder raus, ich gedacht, wo feiern wir denn jetzt? Dann haben wir die Hochzeit gefeiert in Wolfgangs Leberwurst-Explosion. Ein toller Laden, da gibt's alles mit Leberwurst. Das Buffet von der Hochzeit war ein Traum, 6 Stöcke Leberwurst-Torte, Weizenbier mit Leberwurst, Geschmack, Toilettenpapier mit Leberwurst, geruch, das war alles ein Traum. Das Einzige, was peinlich an der Hochzeit war, war die Familie von Britney. Ey, die Mutter. Ilse. Ilse Bilse, Kina Bilse, bis kam der Koch, der nahm sie doch. Die hatte mal, nee, hört auf. Die hatte mal so Leggings an der Marke Muschi frisst Dose. Ich habe kein Problem, wenn eine Frau eine Leggings trägt, aber mit 67, das muss doch nicht sein, oder? Wenn die sie im Sommer am Strand auf dem Rücken liegt, kannst du eine Harley Davidson drin parken. Das ist doch nicht schön, oder? Wer aber noch geiler ist, ist der Vater von Britney. Der Vater von Britney, sehr geil. Rechts und links nur noch ein Zahn. Wenn du dem ins Maul kickst, denkst du, du kickst durchs Brandenburger Tor. Aber das Coole war, der konnte sich die Hochzeitstorte so in den Mund schieben, ohne den Mund aufzumachen. Ich hab schon überlegt, ob ich mir die Vorderfront wegkloppen lasse.
damit ich schneller essen kann. Die waren schon sehr cool. Wer richtig süß war, war der Opa von Britney. Der Opa von Britney ist echt süß. Ich sage, na Opa Heinz, alle tut. Sagt er, ja, ja. Ich sage, und, bist du wieder raus aus dem Knast? Und er so, ja, ja. Ich verstehe ja nicht, warum man für das Ornanieren eingesperrt wird. Das machen doch andere auch. Ich sage, ja, aber nicht auf der Rolltreppe bei Karstadt. Und die Hochzeit war ganz toll gewesen. Also um 11 Uhr haben wir angefangen, 11.30 Uhr war das komplette Buffet leer gefressen, weil Familie Flodder zugeschlagen hat. Und am nächsten Morgen habe ich meine beste Freundin zum Flughafen gefahren und die ist nach Senegal ausgewandert. Nee, so habe ich keinen Bock auf den Abend. Ich möchte, dass ihr alle Ohr macht. Ich sage den Satz nochmal, Moment. Moment. Traurig gucken. Und am nächsten Morgen habe ich meine beste Freundin Britney zum Flughafen gefahren und die ist nach Senegal ausgewandert. Oh. Ach, ihr seid so spontan. Ja, und da lebt sie jetzt in Senegal. Da lebt sie jetzt in Senegal. Oh. Da waren schon ein paar aggressive Ohrs dabei, oder? Einige so, muss ich jetzt mal machen. Ja. Ich habe ihr irgendwann mal eine SMS geschrieben, habe gesagt, wann kommst du denn wieder? Hat sie zurückgeschrieben, ich komme nicht mehr wieder, du bist nicht mehr meine beste Freundin. Habe ich zurückgeschrieben, doch, du bist hässlich. Seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Oh. Wir haben echt alle zusammen gemacht, Britney und ich. Naja, wenn euch die Bullen anhalten auf dem Rückweg und sagen, Fahrzeugpapiere, Führerschein, müsst ihr so machen. Oh. Und wenn der Bulle nichts mitgemacht hat, ihr habt nicht alle Ohr gemacht. Oh. Und wenn zwei... Und wenn zwei Bullen euch anhalten, einfach sagen, na, waren die Kostüme für Robin und Batman schon weg? Dann habt ihr heute noch Spaß. Und danach alle, oh. Ah ja, meine beste Freundin. Ich vermisse die wirklich, aber wie gesagt, ist das Leben noch so old? Sing it einfach beautiful. Das geht ja immer weiter. Gut, meine Tochter hat mich jetzt auch verlassen. Und zum Schluss nur noch einer. Oh. Ja, ich habe eine Tochter, die Jenny Lee. Einige haben wahrscheinlich gedacht, ich trage sie noch mit mir rum. Nee, ist mein Bauchweggürtel von Harald Klöckler. Der hat mir Straße eine Fresse wie keine Schuhe. Ich mag den ja nicht so. Ich mag ja lieber Guido Maria Kretschmann. Den finde ich toll. Oder? Der ist ein Traum, oder? Guido Maria Kretschmann ist doch ein Traum, wenn er denn da so sitzt und sagt, oh, Horte Kleid tut nichts für Sie. Und ich denke immer so, was soll ich machen? Abwaschen? Ich mag den, naja. Und wie gesagt, meine Tochter, die Jenny Lee, die kann ich auch gut leihen. Und wie ihr vorhin gemerkt habt, an der kleinen süßen Prinzessin, ich mag Kinder wirklich über alles. Ich liebe Kinder. Gibt es denn jemanden, der keine Kinder mag? Mach mal Licht an. Oh, du magst keine Kinder, weil sie nerven oder anstrengend sind? Aber überleg mal, wenn du mit deinen Pfandflaschen, du gehst zum Pfandflaschenautomaten, da musst du die da so reinstecken. Ich mach das immer so, ich borg mir dann irgendein Kind von einer Frau, die hinter mir steht, heb das hoch, das kann mit den dünnen Ärmchen reingreifen, die Flaschen will er rausholen und dann kann ich sie nochmal reinschmeißen. Kinder sind toll, oder? Ich liebe Kinder. Ich weiß nicht, wo ich gespielt habe. Ich war in irgendeiner Stadt, hab da gespielt und da stand ein kleiner Junge auf der Bühne und der hat dann auch Geschenke bekommen. Da habe ich so zu ihm gesagt, und willst du mich nochmal drücken? Und er so, nee. Kinder sind toll, die sind halt ehrlich. Wisst ihr, die schleimen dir nicht den Hintern zu. Ich mag Kinder, die sind süß. Und meine Jenny Lee, die war so süß als Kind. Jude, das sagt jede Mutter von ihrem Kind, obwohl es aussieht wie ein Eimer. Und ey, na, ich hab neulich, jetzt mal unter uns, ich hab neulich eine Bekannte getroffen mit einem Kinderwagen. Ich kiek da rein, ich sag, was denn das? Redet doch mal um und sie so, hab ich schon. Kinder sind toll. Und meine Jenny Lee, die war so süß. Ich sehe sie noch, wie sie vor mir steht. Vierte Klasse, 96 Kilo. Boah, die war so fett. Aber Judith hat sie von ihrem Vater. Und als sie ein bisschen älter wurde, ich weiß ja nicht, wie alt die ist. Ich glaube, die ist 17, 18, 19 in dem Dreh.
Ja, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Ich wusste auch nicht, wer der Vater ist. Ich habe immer zu ihr gesagt, auf der Straße sag schön guten Tag zu jedem Mann, könnte schließlich dein Vater sein. Und als sie ein bisschen älter wurde, kam die zu mir und sagte, sie möchte sich eine Tätowierung machen lassen. Da habe ich gesagt, Tätowierung gibt's nicht. Sagte, warum nicht? Ich sage, ja, Tätowierung. Leute, die tätowiert sind, werden nicht wissen. Ne? Man überlegt sich das ja eine Weile. Ich meine, so eine Tätowierung sieht doch nach ein paar Jahren nicht mehr schön aus, oder? Da kann doch aus so einem schönen Arsch, weil wird doch da ganz schnell so eine fette Arschgardine, oder? Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Mein George Clooney auf meiner Brust, der hat mittlerweile Ähnlichkeit mit einer Hackfleischpizza. Hier, mein Smiley und mein Bauchnabel hat Ähnlichkeit mit dem Maskenmann von Scream. Hier oben hatte ich die Kelly Family drauf. Joey Kelly hängt mir jetzt im Vaginalbereich. Welcher Typ findet das denn toll, wenn er dich flachlegen will und reißt dir die Schlüpper vom Leib und da grinst dir das Gesicht von Joey Kelly entgegen? Wahnsinn! Ich hab schon so viel Elend gesehen, Leute. Ich sag's euch. Da stehst du da und denkst, oh boah, jetzt wird's aber ein richtig schöner Abend. Zieht sie aus und du denkst nur, na, wo ist er denn? Hat er sich versteckt? Hat er sich versteckt? Ist ja niedlich. Oh, guck mal. Dann stehen sie aber vorm Spiegel. Ah, ah, ah. Hör auf. Ah, hört auf. Pass auf, meine Jenny Lee hat natürlich nicht auf mich gehört. Dann ist sie ins Tattoo-Studio gegangen. Dann hat die sich auf den Oberarm das Wort Oberarm stechen lassen. Mit H. Ich hab zu ihr gesagt, ich sag, wisst ihr, Jenny Lee, du bist so blöde. Ich glaube, du bist ja nicht meine Tochter. Da fängt die an zu heulen, reißt sich die Blume vom Kopf, zieht sich den Jogginganzug raus und ist abgehauen. Sie so. Ich hab das erst 3 Wochen ja nicht gemerkt, dass sie weg war. Irgendwann saß ich mal auf dem Klo und dachte, ist ja noch so viel Toilettenpapier da. Und dann habe ich ihr einen Abschiedsbrief gefunden. Die hat mir einen Abschiedsbrief geschrieben. Den habe ich im Kühlschrank gefunden, im Salatfach. Was stimmt daran nicht? Ich meine, im Salatfach lager ich sonst nur meine Batterien und den einen Abend brauchte ich eine Batterie und... Merkt ihr eigentlich, was ihr für ein versautes Volk seid? Merkt ihr das eigentlich? Meine Taschenlampe war kaputt und ich wollte eine Batterie. Ach, was rechtfertige ich mich denn hier? Ich hab den Abschiedsbrief habe ich auch immer dabei. Ich lese euch den mal vor. Hast du meinen Abschiedsbrief? Kannst du mir noch ein Stück weiternehmen? Und kannst du mir denn für meine Stimme hinter der Bühne gleich einen heißen Wodka machen? Kannst den Pfefferminztee ruhig weglassen, ist nicht so gesund. Ja? Der sieht echt toll aus, wa? Aber der ist so blöder. Aber gut, man will sich auch beim Vögeln nicht unterhalten. Kann ich zum Vorlesen des Abschiedsbriefs meiner Tochter Jenny Lee. Watzlaw, bist du da? Watzlaw? Ich hab polnisches Personal. Nein, du bist nicht Watzlaw. Watzlaw? Ich will nicht im Puff arbeiten. Soll ich die Beine breit machen oder was? Kann ich ein bisschen vernünftiges Licht haben? Oh Gott, die Russen kommen. Geht los. Was hab ich eigentlich nur verbrochen? Was hab ich falsch gemacht in meinem Leben? Ich hab ein bisschen Angst, mich dahin zu setzen. Moment. Das ist so ein bisschen, du weißt, safety first. Man weiß ja nicht, was passiert. Gleich fliege ich das Ding runter und dann sitze ich hier wie unter der Käseglocke. So.
Der Abschiedsbrief meiner Tochter Jenny Lee. Liebe Mutti, falls du das wirklich bist. Da war ich echt traurig gewesen, da hatte die wirklich mit IE geschrieben. Gut. Liebe Mutti, falls du das wirklich bist, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Da hab ich mir so überlegt, was werden die für einen Weg gehen? Die wollte doch noch nie irgendwo hinlaufen. Die Kinder aus dem Kindergarten mussten immer alle zu uns kommen, weil Madame Dickfuß keinen Bock hat, aufzustehen. Liebe Mutti, ich bin an einem Scheideweg. Da hab ich mir so gedacht, oh Gott, Scheideweg? Die geht auf den Strich. Versteht er das? Scheideweg? Sagt man Scheide, sagt ihr eigentlich Scheide dazu? Ja, wa? Oder? Nee. Nee? Was sagt ihr dazu? Was sagst du hier vorne? Was sagst du dazu? Wie heißt denn du? Benny. Benny? Oh. Ist süß, oder? So heißen doch sonst nur Hunde, oder? Entschuldigung, oh mein, ich kenne jemanden, der hatte mal einen Hund, der Benny ja hieß, deswegen. Was sagst du dazu, wenn du Scheide, sagst du Scheide dazu? Oder sagst du ja nicht dazu? Sagst du, ey, was ist das? Mir hat neulich mal einer erklärt, das heißt Muschi. Da hat gesagt, das heißt nicht Muschi. Ich habe nämlich zu meinem Teilzeitfreund Enrico, ja, der ist ja im offenen Vollzug und wir hatten mal Sex zusammen und da hat der mal gebrüllt, oh, hast du eine geile Muschi, 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 Muschi. Und dann standen die Katzen vom Nachbarn bei uns vor der Türe, weil sie dachten, dass ihr was zu fressen müsst. Eine Lehrerin hat mir mal geschrieben, da habe ich eine E-Mail bekommen, da hat sie mir geschrieben, das heißt Mumu und Pipan. Da habe ich so gedacht, Mumu und Pipan hört sich an wie so ein Kinderlied, oder? Mumu und Pipan gingen in den Wald, sie kamen an ein Häuschen, es war so bitterkalt. Dann gingen sie zu zweit in das Häuschen dann hinein, dann krabbelt Pipan in die Mumu rein. Ist doch nicht schön, oder? Diesen Song gibt's auch in einer türkischen Version. Haben wir türkische Gäste heute da? Hier. Hier sind Türken. Sind und hier. Hier sind Türken. Hier sind Türken. Wie heißt ihr beide? Özen. Was? Rosen? Nein. Das ist aber kein türkischer Name. Özen mit Ö. Özen. Welchen Buchstaben können wir jetzt noch davor setzen? Entschuldigung. Aber das sind Geschichten, die das nicht. Ich bin, nein, ich sag's nicht. Entschuldigung, ich kann euch jetzt nicht mehr verfolgen. Nee. Hey. Und wie, ich trau mich ja nicht nach dem Namen der Frau zu fragen. Wie heißt du? Enis? Nein, dann geh ich nach Hause. Entschuldigung. Wie heißt du denn? Juigo. Juigo? Nein, mit D. Dui, dui. Duigu. Duigu. Ich hab Huibu die ganze Zeit verstanden. Aber das kannst du doch nicht sagen. Da ist doch keiner wieder das Schloss gespenst. Huigu. Duigu. Duigu. Jetzt haben wir. Duigu. Duigu und Ösen. Verkaufen gerne. Und man kann auch alle draufsetzen jetzt. Ist gut. Ihr seid türkische Landsleute und kommt aus Berlin? Frankfurt Main. Was machst du denn da? Studiere. Was studierst du? Philosophie und Kunstgeschichte. Philosophie und Kunstgeschichte. Das kann ich noch nicht mal schreiben, aber. Und du bist mit Ösen. Du bist mit Ösen zusammen. Also ist er. Also er ist mein Cousin. Ach, er ist dein Cousin. Oh Gott, die Nummer wird immer schlimmer.
Zeit. Also diesen Song von Momo und Pipan und Ösen. Momo und Pipan gibt es auch in türkischer Version. Moment. Momo und Pipan kamen auf dem Teppich an. Und dann lernten sie kennen Ösen und verkaufen seitdem. Sorry. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste seid. Dankeschön. Liebe Mutti, ich habe jemanden kennengelernt. Der heißt Mario, ist 39 und sehr, sehr reich. Der hat ein Haus mit Swimmingpool, einen Garten und zwei Restaurants. Restaurants, wir brauchen sowas, wir fristen schon gerne. Liebe Mutti, wenn ich weiß, wer ich bin, melde ich mich. Sei bitte nicht sauer. Ach, ich war doch nicht sauer, ist doch meine Jenny Lee. Oh. PS, ich habe die Pizzen aus dem Kühlfach mitgenommen. Dazu ist man gut genug, ja? Dass das Kind das Fressen mitnimmt. Schön, vielen Dank auch. Ich hab für meine Tochter, ich hab echt alles für meine Tochter gemacht. Ich hab ihr jeden Tag die Haare geflochten. An den Beinen. Boah, die war als Kind so behaart, ey. Immer wenn die sie T-Shirt ausgezogen hat, hab ich gesagt, warum hast du noch einen Pullover an? Die durfte auch immer zum Pony reiten. Gut, irgendwann wollte sie nicht mehr hin, weil ihr die Ponys so schwer waren. Ich habe für meine Tochter wirklich alle Themen. Ich habe für meine Tochter so ja eine Kindergeschichte geschrieben, weil Kinder, die im Publikum sind, werden nicht bestätigen. Aus so Kinderbüchern, aus so Kindergeschichten lernen doch Kinder, wie das wahre Leben ist, oder? So warm auf dem Kopf. Also, meine Kindergeschichte heißt Mindy Mindy Rosenbrand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Es war einmal eine schöne und attraktive Heuschrecke, Mindy von Rosenbrand. Sie war die schönste Heuschrecke weit und breit. Mindy hatte auch einen Freund, Ringo Regenwurm. Ja, ein Regenwurm, denn sie mochte es halt lang und dick. Mindy hatte auch eine beste Freundin, die strunzendumme und hässliche Hummel Sydney. Die Hummel war so blöde, dass ihre Streifen quer trug und nicht längs, damit sie nicht so fett aussah. Außerdem war Sydney eine alte Sau. Sie machte es mit jedem Insekt auf der Wiese. Deshalb nannte man sie die Fummelhummel. Mindy und Sydney gingen nie in die Kirche. Schließlich waren sie ja Insekten. Nee. Da wird nicht geklatscht, weil das war so eine kabarettistische Einlage und da lacht man ja nur in sich hinein. Dafür kriegt bestimmt auch einen Grimme-Preis. Eines Tages kam eine süße kleine Ameise auf Mindy zu ihr Rand. Mindy, 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 der Tierrat möchte das schönste Insekt der Wiese wählen. Ich habe mich auch beworben. Da hatte Mindy eine tolle Idee. Sie riss der Ameise den Kopf ab und machte sich mit der dicken Hummel Sydney auf den Weg, um selbst an dem Schönheitswettbewerb teilzunehmen. Auf ihrem Weg dorthin trafen sie den Kartoffelkäfer Ricardo aus Leipzig. Der sagte, Mindy, 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 die Kartoffeln sind so riesig. Ich krieg sie merkt nicht nöff. Kannst du mir helfen? Ich glaube, er hat auch Polypen. Das musste man Mindy nicht zweimal fragen. Sie machte sich ein Gratin, dreimal Pommes und fror den Rest ein. Mindy und Sydney liefen weiter und nach einer Weile kamen sie an einen Fluss. Sydney sagte traurig, Mindy, hier endet unser Weg. Ich kann dich zwar tragen, aber mit den kleinen Flügeln nicht fliegen. Mindy zögerte nicht lange. Sie schmiss die Hummel ins Wasser und sprang auf sie drauf. Sie riss ihr die Flügel raus und benutzte sie als Ruder. Und so kamen sie ans andere Ufer. Mindy sprang an Land und zog Sydney an ihren Fühlern heraus. Sie warf sie voller Wucht auf den Boden. Leider riss Mindy der Hummel dabei die Fühler aus, aber egal, sie hatten es geschafft. Plötzlich stand sie vor einem giftigen Dornstrauch. Mindy, 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 das schaffen wir nicht, schrie die verängstigte Hummel. Da kommen wir nie durch, die Dornen sind zu spitz.
Da nahm Mindy die Hummel und schleuderte sie wie eine Bowlingkugel in den Dornstrauch. Sidney rollte durch den Strauch und die Dornen rissen der Hummel das gelb-schwarze Fell ab. Mindy eilte hinter der rollenden Hummel hinterher. Schneller, Sidney, schneller! Hey. Dank Sidneys Hilfe schaffte es Mindy unbeschadet bis zur Wiese, wo die Wahl stattfand. Dort waren schon einige Insekten, die voller Spannung auf die Schönheitswahl warteten. Als erstes trafen sie auf der Wiese die fette Fliege Melanie. Sie sah sehr erholt aus und war extrem braun geworden, da sie gerade aus ihrem Urlaub von einem Dixi-Klo zurück war. Und auch die anderen Konkurrentinnen waren versammelt. Die zickige Zecke Zenzi, die motzende Motte Monika und natürlich auch die kackende Kakerlake Kati. Aber bei so vielen Insekten, wie sollte Mindy die Wahl da gewinnen? Und plötzlich geschah es. Hurra! Die Fliege fiel tot um. Sie war schließlich nur eine Eintagsfliege. Mindy machte eine Riesentaschenlampe an und die Motte Monika flog ins Licht und verglühte. Der zickigen Zecke Zenzi nahm sie so viel Blut ab, dass nur noch der Panzer übrig blieb. Und die kackende Kakerlake Kati bekam so viel Abführmittel, dass sie bis heute nicht mehr gesehen wurde. Am Ende waren nur noch Mindy und Sidney im Rennen. Und man hörte es über die Wiese schallen. Gewonnen hat Mindy die Heuschrecke. Alle Insekten jubelten, zumindest die, die Mindy noch nicht umgebracht hatte. Aber Mindy konnte sich nicht so recht freuen. Moment, sagte sie, ich nehme den Gewinn nicht an. Die Menge erstarrte. Die eigentliche Siegerin ist die Hummel Sidney. Sie hat wegen mir keine Flügel und keine Fühler und der ganze Körper ist voller Schnittwunden und ohne Fell. Sie soll den Preis bekommen, denn sie ist meine dickste Freundin. Die Siegerin der Herzen ist die Hummel Sidney. Sidney war so glücklich und fiel Mindy um den langen, langen, sehr, sehr langen Hals. Und seitdem sind sie noch dickere Freundinnen und teilten sich alles. Auch Mindys Freund Ringo Regenwurm. Sie hackten ihn in der Mitte durch. Und jeder hatte einen Ringo für sich. Und die Moral von der Geschichte, eine Schönheitswahl gewinnt man immer, eine beste Freundin nicht. Schön, oder? Naja, schönes Buch, oder? Schade, dass ich es meiner Tochter nicht mehr vorlesen kann, aber die frisst ja gerade in irgendeinem Restaurant. Ich hab jetzt mal ohne Scheiß, ich hab für meine Tochter, ich hab wirklich alles gemacht. Ich bin ja für meine Tochter so ja an die Selbstständigkeit gegangen. Ich war mal an der Marzahner Mühle, da war Weizenbier-Happy Hour. Und dann hatte ich so ein paar Weizenbier getrunken. Irgendwann bin ich mal aufs Klo und da hing so ein Zettel an der Pinnwand. Stand so drauf, Mädchen für Escort-Service gesucht, 8000 Euro monatlich. Hab ich gedacht, boah, das ist ja viel Geld, verdienst ja sonst nur als Nutte und so, was mache ich ja nicht. Hab ich mir gedacht, gut, machst du so einen Escort-Service. Jetzt kicken mich einige fragend an und denken, Escort-Service, was ist denn das? Also pass auf, ein Escort-Service ist, du kaufst den Ford Escort und fährst damit zu Männern und machst die glücklich. Ich mir einen Ford Escort gekauft, fahr zum ersten Typen hin, der macht mir die Tür von der so, hallo? Kannst du Griechisch? Ich sag, nee, ich kann nur Korolan und grüne Bohnen eintopp. Dann macht er die Tür zu. Ich hab keine Kohle verdient. Ich zum nächsten fahren. Da steht so ein Opa vor mir, 74 Jahre alt, Klaus, Uni-Professor aus Leipzig. Ich dachte, oh Gott, bitte kein Wellfleisch. Da steht er vor mir und sagt, oh, ich hätte so gern GV. Ich sag, was ist ein GV? Soll ich jetzt in die Gerichtsvollzieher spielen? Muss ich mich jetzt bücken? Da muss mich richtig rumdrehen. Letztes Mal habe ich mich verkehrt rumgedreht, wollte ihn eine Karte durchziehen. Und lass mich doch von so einer Blume nicht beeinflussen. Gut, ich habe jetzt einen Haltungsschaden, aber es ist eine andere Nummer. So, wie gesagt, ich denn zum nächsten Typ mir fahren, macht mir einer die Tür von und sagt, oh, ich stehe so auf SM. Und ich auf SMS. Macht er die Tür zu, ich keine Kohle verdient. Ich zum nächsten fahren und er so, oh, ich stehe so auf Füße. Ich sage, auf Hände würde auch scheiße aussehen. Da macht er mir die Tür zu. Ich habe keine Kohle verdient mit meinem Escort-Service. Habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Habe ich mir Praktikanten eingestellt.
Praktikanten sind toll, die kosten nichts, musst du nicht bezahlen, brauchen nichts zu essen. Mein erster Praktikant hieß Meling. Meling hieß früher mal Horst, war LKW-Fahrer, hat sich in Thailand umbauen lassen. Und Meling sah wirklich toll aus. Der hatte nur ein Problem, der ist zu den Typen und hat gesagt, ich bin Meling und schrubb dein Ding. Hab ich gesagt, Meling, das geht nicht, das können wir so nicht machen. Gut, dann hat er wieder aufgehört, der fährt wieder LKW, hab ich mir eine Frau eingestellt. Svetlana, 54 Jahre alt, Bulgarin aus Kiew. Ich sah Svetlana. Svetlana, bist du nicht ein bisschen alt für den Job? Und sie so, wann hat denn Fregatte lernt man gut segeln? Ich sage, ja, aber du siehst aus wie ein Tretboot in Seenot. Und sie so, sogar mir macht Jobspaß. Alles klar, ich sitze Samstagabend, kiek Fernsehen, klingelt mein Telefon, Svetlana dran. Ich sage, Svetlana, was ist denn los? Und sie so, Cindy, du musst kommen, ich komme mit komischem Mann nicht klar. Ich gehe mein Ford Escort und ich sage, wo ist der Typ? Und sie so, im Schlafzimmer. Da komme ich ins Schlafzimmer, da hockt er auf allen Vieren im Lederstringtanger und macht immer, Herbie muss Gassi gehen, wuff, wuff, Herbie muss Gassi gehen, wuff, wuff. Ich sage, Svetlana, wo ist dein Problem? Und sie so, ich hasse Hunde. Gut, naja. Dann habe ich mich um Herbie gekümmert und ich weiß, einige von euch werden jetzt sagen, Kastration macht man nur unter Vollnarkose. Die Hand kurz ins Tiefkühlfach legen, festhalten, nach links drehen, loslaufen und hinterherziehen. Sollte nach 2 Metern nichts passieren, nimmt man einfach die Nagelschere. Sag mal, Stö, wie spät ist denn das eigentlich? Was? Bist du wahnsinnig? Pass auf, wir machen das jetzt so. Die Blume ist eh schon abgefallen. Wir machen jetzt Pause. Ihr seht jetzt gleich eine Telefonnummer eingeblendet, das ist meine private Handynummer. Wenn ihr Bock habt, in der Pause mir eine SMS zu schreiben, tut es. Wenn ihr mich kennenlernen wollt, wenn ihr mir was zu essen schicken wollt, wenn ihr mir ein Rezept, falls ihr einen Witz habt, falls ihr irgendwas fragen wollt, macht es. Schickt mir eine SMS, wir machen kurz Pause und sehen uns gleich wieder. Dankeschön. Pink is beautiful. Pink is meine Für einen Moment habt ihr mir geglaubt, oder? Natürlich, für einen Moment habt ihr da, boah, kann die auch noch Klavier spielen, ist das eine geile Sau. Ja, ich wollte halt immer mal einen Flügel auf der Bühne haben, eigentlich einen Hühnchenflügel, aber ich habe ja gesagt, dass ich nicht mit Profis arbeite. Ah ja. Hab ich eigentlich Sexy Boy in SMS gekriegt? So. Mal gucken, was ihr geschrieben habt hier in Berlin. Ach, zum Entsperren streicheln. Jetzt geht's los. Wir schicken liebe Grüße an Ösen aus Marzahn. Ja. Oh. Hey, alles fit? Cindy, du geile Sau. Lass uns atemlos durch die Nacht fahren mit deinem Ford Escort. Ach, wie süß. Hallo, Cindy. Hättest du Lust, mit uns, Josephine und mir, in Klammern unbekannt, auf jeden Fall blond, ein Käffchen trinken zu gehen? Aha. Nee, möchte ich nicht. Wenn du und Cindy, du siehst gut aus. Oh Gott, hat einer gesoffen. Hallo Cindy, ich würde dich wirklich sehr gerne kennenlernen. Ich bringe dir auch eine Bratwurst mit.
Hallo Cindy, kann ich eine Karotte aus deinem Kühlschrank haben? Danke im Voraus, du siehst sehr gut aus. So, wer hat denn das geschrieben? Mach mal Licht. Wer möchte die Karotte aus dem Kühlschrank? Da oben? Hallo, guck mal da oben. Kann die Kamera mal... Oh, ich darf nicht mehr winken, Leute, ey. Hallo, wink mal nochmal. Du willst die Karotten haben? Ja, sexy boy, jetzt haben wir ein Problem. Ich kann da nicht hochgehen. Stopp. Jetzt wink mal nochmal, guck mal da oben. Ich zeig ungern mit Fingern, da winken... Ja, siehst du, da oben, im gelben T-Shirt, siehst du? Du fragst dich, wie du da hinkommst? Draußen steht ein Bus, wo Leute drin sitzen, die das interessiert. Wie du da hinkommst, ja, weiß ich nicht. Kauf dir ein Fahrrad, fahr da hoch. Schmeiß doch die Karotten hoch einfach. Da ist eine runtergefallen. Ich will nicht fragen und nicht wissen, für was du die Karotten brauchst. Ihr habt die dreckigen Gedanken, nicht ich. So. Meine Verlobte Jessica möchte dich gern kennenlernen. Da läuft doch auch irgendwas nicht rund, oder? Komm mal nach oben. Ich würde sehr gerne, aber ich habe mir heute eine Verletzung im Sportstudio zugezogen. Ja. Also ich habe ja wirklich jemanden, der dann mit mir trainiert. Heute waren es 4 Leute und dann hatte ich hier einen Krampf in der Wade und dann haben sie gesagt, müssen wir massieren und dann haben 4 Männer mir die Wade massiert und dann habe ich gesagt, ich habe auch einen Krampf in der Vagina und da war keiner mehr da. So sind sie. Cindy, ziehst du dich für mich aus? Ich meinte deine Jacke. Ne? Da rutschen die Brüste an die Knie. Hallo, kann ich mal deine Muschi kraulen? Ich meine deine Katze. Boah, ist der schlecht. Was? Hallo Cindy, gib dir doch mal Mühe. Ich bin noch nicht völlig überzeugt. Wurde gezwungen, mit zu dir zu kommen. Licht! Wo sitzen wir denn? Wo bist denn? Ey, der hat gleich ein Loch im Kopf, hör auf darauf zu pieken. Kenn ich sonst noch vom Flipperautomaten im Spielcasino. Ey, wurdest du echt gezwungen, heute herzugehen? Oh, da kommt Sexy Boy mit den Karotten. Das ist die verkehrte, das ist sie nicht. Nein, da die da im Gelben da hinten. Teil die Karotten auf, mach Brei. Ey, sorry, ich hätte noch eine Gurke. Tut mir leid, aber da hat Sexy Boy mal richtig Kacke gerade gebaut. Gibt gleich Stress. Hallo Cindy, tolle Show. Sexy Boy ist wirklich sexy, aber dumm. Kann ich ihn trotzdem mieten? Ey, mit dem kann ich noch Kohle machen, ich sag's euch. Ich will mit dir eine Kutschfahrt machen durch Berlin. Ey, die armen Pferde, oder? Das möchte ich nicht. Eine Mülltonne anzünden, das können wir machen. Morgen ist doch Kindertag und unsere kleine Emmy, 3 Jahre, PS, du magst doch Kinder, würde sich bestimmt über eine Popo oder ein Quietschentchen freuen. Ist die denn heute hier? Hallo? Wo ist denn die Mama von Emmy? 3 Jahre. Bist du die Mama? Und Emmy ist zu Hause? Was? Bei Opa. Bei der Oma. Oh, Sexy Boy, komm mal her. Stopp. Platz. Komm, wie immer, für Emmy. Guck mal, Emmy hat ja eh noch keine Zähne mit 3 Jahren, oder? Die kann ja ein paar Lollis lutschen. Und nimm da mal so eine Puppe mit. Ich hab Angst, dass du mir eine schepperst. Hier, nimm doch den ganzen, hier, nimm mir den Korb mit dir. Oh, auf Wiedersehen. Viel Spaß. Guck mal, wo ist die Mama von Emmy? Wink mal, siehst du da? Eine Frau, die winkt. Da gehst du jetzt hin. Fall nimm mal. Ach ja, ist das schön.
Hey Cindy, war nie ein großer Fan von dir, aber nach der Show muss ich sagen, das bleibt auch so. Ich finde den nicht schlecht, oder? Ach Leute, man kann doch auch nicht jeden Tag Streuselschnecke essen, deswegen. Ach ja. Ich habe wirklich gedacht, dass mir irgendwie mal ein junger Mann eine SMS schreibt und mich mal zum Essen einlädt oder so. Ich war ja neulich, war ich ja, danke schön. Neulich. Du wolltest mit mir Pizza essen gehen? Tiefkühlpizza, wie heißt du denn? Marcel. Marcel, wie alt bist du? 23. 23, das passt super, ich bin 21. Wo kommst du her? Hier in Berlin, Lichtenberg. Lichtenberg? Guck mal, und alle so still. So. Oh, Lichtenberg, Lichtenberg. Was machst du beruflich, Marcel? Ich lerne Bürokaufmann. Du lernst Bürokaufmann. Boah, wie langweilig. Nein, ist ein toller Job. Also wenn du daran wirklich... Und du würdest mich zum Essen einladen? Immer. Immer? Wo gehen wir denn hin? Pizza essen, oder? Pizza essen. Oh, dreh gleich durch vor Freude. Ich habe wirklich gedacht mal so, dass so was, ich meine, ich war neulich, war ich ja essen gewesen, also was heißt neulich, vor 3 Jahren, hatte mich jemand zum Essen eingeladen, Typ, also er hat mich nicht eingeladen, ich habe mich im Restaurant einfach bei denen an den Tisch gesetzt. Der sah so süß aus und ich habe den gesehen und ich war sofort verliebt, der war so toll und ich setzte mich dann hin und wir guckten uns die ganze Zeit so in die Augen und der war so süß und er guckte mich so an und ich guckte ihn so an und irgendwann nach einer halben Stunde sagte dann der mit einer ganz tollen Stimme, weil ich finde bei Männern eine tolle Stimme total wichtig, sagte er so zu mir, hättest du nicht so einen dicken Bauch, wärst du auch schön. Aber es war mir egal, ich war an den Typen verliebt, ich war sofort in love und hab nur so gedacht, hoffentlich bestellt er gleich was zu essen. Dann kam auch der Kellner und er so, ja, ich hätte gern ein Kännchen heißes Wasser, meinen Tee habe ich selber dabei und ich hätte gern ölfreien Feldsalat. Ich kick den an, ich denke, der wird doch gleich ein halbes Schwein bestellen, oder? Was hab ich gemacht, um dem Typen zu gefallen? Ich zum Kellner, ich hätte gern ein Glas Mineralwasser ohne Kohlensäure und auch einen ölfreien Feldsalat. Und währenddessen ich eine halbe Stunde auf diesem scheiß Karnickel-Fucking-Salat rumgekaut habe, hab ich mir so überlegt, Cindy, du bist die Prinzessin der Herzen. Warum verstellst du dich für einen Typen? Das hat doch beim Sex schon nicht funktioniert. Als du da gelegen hast und gebrüllt hast, oh, du warst so toll, du warst so toll. Und er so, ich steh noch im Bad. Ich hab so einen Hunger, ihr könnt echt ein halbes Schwein fressen. Ah ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ist wirklich für mich sehr, sehr schwer, jemand... Was hast denn du? Ein halbes Schwein? Eine Beefy. Oh, ich darf keine Werbung machen. Eine Phoebe. Wow. Ey, das Schöne ist, dass hier keiner auf die Bühne kommen kann. Was so irgendwie so Personal Trainer, Fitness Guru, Koch an... Oh. Alter Fall. Der kriegt schon mal von der Seite. Ja, fressen wir wieder. Ja, machen wir. Und ich hatte einen Orgasmus dabei. Kurz unterschlucken. Gott, ey, muss da das Brötchen drum sein bei der Buffet? Ich verstehe das nicht, ey. Zähne sitzen. Ach ja, es ist wirklich schwer, jemanden kennenzulernen, so einen tollen Typen oder so. Ich stand ja neulich, stand ich ja mal im Supermarkt an der Kasse, hab nur gemütlich eine Zigarette gerucht. Ich roche mal gerne eine an der Kasse, weil es sind ja mal 12 Kassen, 2 sind nur besetzt. Und vor mir steht prinzipiell immer eine Frau, die einen ganzen Einkaufswagen voller Salatköppe, Kohlköppe, Karotten und weiß ich nicht was hat. Und hat natürlich durch einen dummen Zufall vergessen, ihren Salat abzuwiegen. Also muss die Kassiererin aufstehen und zur Salatwaage rennen. Deswegen fresse ich keinen Salat. Weil ich möchte nicht, dass die Kassiererin aufsteht mit dem Salat zur Salatwaage. Dann bricht sie sich wahrscheinlich das Genick und ich bin schuld, dass die tot ist. So, ich roch meine Zigarette. Tippt mir von hinten Typ auf die Schulter. Ich drehe mich um. Ich hab den gesehen, da hatte ich schon Speichelfäden am Mund wie mein Hund. 1,96 groß, glatze, tätowiert. Der hatte ein Sixpack, der sah aus, als ob er Lattenrost gefressen hat.
Und er so zu mir, Entschuldigung, kann ich vor? Und der hat so leise gesprochen. Ich hab verstanden, Entschuldigung, kannst du dich über die Kasse legen, damit ich dich von hinten richtig durchrammeln kann? Und ich so, nee, so bin ich nicht, ich bin nicht so ähnlich. Ich sag, außerdem kenne ich dich doch ja nicht, ich weiß ja nicht, wer du bist. Und er so, ja, ich bin Victor, ich bin Aquafitness-Trainer. Ich sag, Aquafitness mag ich total gerne. Und er so, echt, du machst ja eine Sport? Ich sag, ja klar, ich bin sehr am Fitnessstudio angemeldet. Und er so, na ist ja super, heute Abend habe ich hier nebenan in der Schwimmhalle einen Kurs um 19 Uhr, komm noch vorbei. Ich sag, heute Abend? Sagt er, ja, 19 Uhr. Ich sag, heute Abend? Sagt er, ja, 19 Uhr. Ich sag, heute Abend? Und er so, ja, 19 Uhr. Ich sag, heute Abend? Und er so, ja, 19 Uhr. Ich sag, ey, wir haben es 13 Uhr, so spontan bin ich jetzt auch nicht. Aber was machst du, um dem Typen zu gefallen? Ich nach Hause, hab mich in meinen schönsten Bikini geschmissen. Ist ja egal, ob Bikini oder Badeanzug, sieht eh scheiße aus. Komm da rin in diese Schwimmhalle, Arm, spring in dieses Schwimmbecken, rinn das Wasser pupwarm. Ich kam mir vor wie so ein Marklöschen in der Suppe. Hat nur noch gefehlt, dass ihn ein Thymian-Zweig hinterher schmeißt und ein Lorbeerblatt und den Schwimmbeckenrand schön mit Balsamico-Dressing ausdekoriert, weil er qualitativ arbeiten will. Wenn noch ein Koch in irgendeinem Restaurant meinen Teller mit Balsamico-Dressing dekoriert, jedes Mal steck ich einen Daumen rein, denkt, das ist Schokoladensauce und lutscht mir das ab und hab jedes Mal eine verätzte Fresse. So, pass auf. Ich jedenfalls in dem Wasser ein bisschen hin und her geschwommen und da lief so komische Musik. Ich sag, Victor, was ist denn das für eine Musik? Hat DJ Sven heute Feierabend? Und er so, nee, Cindy, das ist Musik zur Entspannung für deine Energie, Cindy. Lass die Energie laufen, lass laufen. Gut, ich hab dann auch laufen lassen. Bin dann aber gleich woanders hingeschwommen, dass die Leute nicht denken, dass von mir ist. Deswegen sag ich auch immer, mit geschlossenem Mund im Schwimmbecken schwimmen. Irgendwann kommt eine Mutter mit ihrem Kind, dann kommt dir da so ein Kotbalken entgegen und dann hängst du da. Pass auf, ich ein bisschen hin und her geschwommen. Irgendwann sagte Victor dann zu uns, jetzt nehmt bitte die Nudel zwischen die Beine. Eine halbe Stunde habe ich versucht, den Bademeister unter Wasser zu drücken, damit ich mich raufsetzen kann. Gut, der ist dann abgehauen, dann kamen wir zur nächsten Übung. Victor sagte zu uns, wir sollten uns einen Partner suchen und der Partner sollte uns auf dem Wasser schweben lassen. Mein Partner hieß Klaus. Und ich schwöre bei allem, was mir lieb ist, ich habe versucht, mich leicht zu machen. Gut, letzte Woche haben wir ihn beerdigt. Zu viel Wasser in der Lunge. Ich habe auch Hausverbot bekommen im Schwimmbad. Nicht, weil ich den umgebracht habe, sondern wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ich hatte meinen Stringtanga verkehrt rum an. Ja. Eine Spalte, noch eine Spalte, in der Mitte ist die alte. Auch ein schönes Bild für den restlichen Abend, oder? Naja. Ich bin dann jedenfalls nach dem Desaster mit Victor bin ich nach Hause gegangen. Ich war wirklich traurig gewesen, weil ich Victor nicht mehr wiedergesehen habe. Und habe zu Hause gesessen und habe wirklich so überlegt, was machst du jetzt? Na, ich gedacht, gut, geh mal in Britta's Röhrenbräterei. Britta's Röhrenbräterei ist ein Solarium mit Getränkemarkt. Da gehe ich mal hin, um mich abzulenken. Und Solarium kannte ich bisher nicht. Ich bin irgendwann mal hin und dann kam mir Britta entgegen und drückte mir zwei so rote Dinge an der Hand, die ich auf den Mund gesteckt, drauf rumgelutscht. Nach einer halben Stunde habe ich zu Britta gesagt, ich weiß nicht, was die Halsbonbons sollen, die helfen nicht, werden auch nicht kleiner. Und sie so, ja, kann vielleicht daran liegen, weil der Augenschutz ist. So, dann bin ich in so eine Kabine drin, habe mich ausgezogen, habe mich von oben bis unten mit Sonnenschutzmittel eingesprüht. Da kam Britta hinterher, sagt so, bist du bekloppt, sag ich, warum? Und sie so, das ist das Desinfektionsmittel für die Liege. Ich auf die Liege ruf, mach Licht an, blaues Licht, ich komm raus, stehen zwei Typen so vor mir, habe ich erstmal gemerkt, dass ich noch nackt war. Und Britta so, was ist denn los? Ich sag, ey Britta, das blaue Licht, ich will braun werden, ich will nicht aussehen wie Schlumpfine. Da hat die mir das erstmal erklärt, wie das funktioniert, so ein Solarium. Das gibt ja unterschiedliche Bräunungsstufen, 1, 2 und 3. Besoffener Britta am Strand und Whoopi Goldberg in einer Stunde. Und mittwochs hat die immer Mallorca-Tag. All you can sun and all you can drink. Ich mit meinen drei Pullen Belis hin in die Sangria-Bowlerin. Ich den einmal auf Ex, ruf auf dem Ostram-Strand. Und dann war ich so besoffen gewesen, dass ich eingeschlafen bin auf dieser Liege. Und die Liege die ganze Zeit am Rotieren. Ich werde morgens um 9 Uhr wach.
Ich kick in den Spiegel, meine Fresse, ich sah aus wie ein Paprika-Carpaccio. Und dann hab ich so Halluzinationen bekommen, ganz schlimm. Ich stand plötzlich nackt in der Dusche, der Vorhang wird zur Seite gerissen, George Clooney steht vor mir und sagt, Nespresso, Baby! Und ich so, nee, ich möchte lieber eine Latte. Pass auf, das wurde mit den Halluzinationen immer schlimmer. Ich stand plötzlich nackt auf dem Balkon, hatte abstehende Ohren unter mir das Volk und ich höre mich sagen, ich bin heute zu ihnen gereist, um ihnen mitzuteilen, dass ihre Ausreise nicht genehmigt wurde. Plötzlich verwandeln sich alle Leute in Lakritzschnecken, wickeln sich um meinen Körper. Ich versuche mich in die Freiheit zu fressen und schreie nur noch, ich will nicht mehr essen, ich will nicht mehr essen. Da tippt mir Britta auf die Schulter und sagt, Cindy, was ist denn los, warum frisst du nur deinen Stringtanger? Ich sag, Britta, was ist passiert letzte Nacht? Und sie so, sorry, ich war besoffen, aber hier hast du einen Gutschein für 10-mal Sonnen. Ich sag, na super, ich nach Hause. Ich war ja 6 Wochen damit beschäftigt, mit meiner Lederfresse zum Hautarzt zu rennen. Und das ist ja für viele Leute so ein heikles Thema, zum Arzt zu gehen. Du musst übrigens, wenn du mich fotografierst, ist das kein, oder wenn ihr filmt, könnt ihr alles gerne machen, ihr müsst nur den Blitz auslassen. Also vorne ist ja so ein Licht, weil das blendet mich und das Problem ist, letztes Mal hat mich jemand geblendet und dann bin ich in die erste Reihe gefallen. Ich habe 3 Leute getötet und das war kein schöner Anblick. Deswegen, also ihr müsst dann halt auffangen, wenn ich nach vorne kippe. Kein Problem. Kein Problem, ja, du wirst dich bedanken. Also wie gesagt, zum Hautarzt, also zu jenen ist ja für viele ein Thema, aber so ein zum normalen Arzt ist für viele ein ganz heikles Thema. Das mögen viele nicht zum Arzt gehen. Ich gehe gerne zum Arzt. Ich bin immer so aufgeregt. Ich mache mich auf der Straße schon obenrum frei. Neulich sitze ich beim Augenarzt. Und er so, was denn das? Ich sage, ich kann meine Titten nicht mehr sehen. Aber das gibt einen Arzt, da reden die Leute nicht gerne drüber. Das ist für Frauen ein heikles Thema. Ist Frauenarzt, oder? Frauenarzt ist, wenn man als Frau zum Frauenarzt geht, man kommt sich doch vor wie so eine russische KGB-Agentin, oder? Man macht Jahre vorher den Termin. Wenn ich zum Frauenarzt gehe, ich ziehe mir einen Trenchcoat-Mantel an, Kragen nach oben, Sonnenbrille auf, Mütze in den Kopf rin. Und dann gehe ich morgens um 5 zu meiner Frauenärztin. Komm da rin, hier ist der Tresen, dahinter sitzt die Schwester. Ich so, morgen. Die Schwester, morgen. Ich sage, ich habe einen Termin. Und die Schwester, sie sprechen so leise. Ich sage, Mann, mein Oschi muss zum TÜV, ich habe einen Termin. So, dann kommst du ja nicht, du kommst ja nicht gleich ins Behandlungszimmer, du kommst erstmal schön ins Wartezimmer. 80 andere Frauen, ich setz mich hin, nehme mir eine ältere Dame, kick mich von oben bis unten an. Entschuldigung, Sie sind doch Cindy aus Marzahn. Ich sage, nee, ich bin Barbara Schöneberger, brichi gute Laune. Und sie so zu mir, ach, das kenn ich, sagt sie, Frauenarzt ist immer so ein heikles Thema, sagt sie. Aber ich bin immer gut vorbereitet. Sind Sie auch gut vorbereitet? Ich sage, ja klar, ich hab mir extra heute Morgen gut morgen in den Schritt rasiert, damit meine Frauenärztin Spaß hat. Nach zweieinhalb Stunden Wartezeit war ich dann endlich dran. Ich ins Behandlungszimmer rin, ruf auf den Pflaumenbaum. Man muss es nicht zeigen, jeder weiß, wie es aussieht. Dann hängst du da. Jeder kann dir bis in den Hals glotzen. Da sind ja auch keine Karibik-Temperaturen. Das waren 9 Grad, ich hatte schon Eiszapfen am Schritt. Plötzlich geht die Tür auf, kommt eine andere Schwester rein, sieht mich und sie so, oh mein Gott, da liegt Cindy aus Marzahn, komm mal schnell her, das ist Cindy aus Marzahn. Können wir ein Foto machen? Ich sah, wenn du ein Lächeln unten drin kriegst. Ich sah, was soll ich machen, mich auf der Seite drehen? Und ihr werdet an mich denken, wenn ihr das nächste Mal hingeht. Ich schwört euch. Pass auf. Irgendwann, ich hing da eine halbe Stunde. Irgendwann geht die Tür auf, kommt meine Frauenärztin drin, Frau Dr. Mopp. Und Frau Dr. Mopp ist immer gut drauf, weil das ist echt eine blöde Situation. Du hängst da und alles ist irgendwie. Und die ist immer, an dem Tag war die schlecht drauf. Die setzte sich auf ihren Hocker. Die hat so einen Hocker mit Rollen unten dran. Hier war ihr Schreibtisch und hier hing ich halt. Und dann fuhr die immer mit ihrem Hocker vom Schreibtisch zum Irgendwann habe ich mir gedacht, hoffentlich gehen die Bremsen. Stell dir mal vor, die Bremsen gehen nicht und die nimmt Anlauf und... Kennt ihr Mr. Bean, wo er den Truthahn auf dem Kopf hat?
auch ein schönes Bild. Ich finde, Frauenarzt hat auch mal ein bisschen was von Kasperle-Theater, oder? Ab und zu kommt ein Kopf hoch und dann zählt man. Und wie gesagt, Frau Dr. Mopp, die ist immer gut drauf, aber an dem Tag, die saß da und immer so, ach ja, ach ja. Und ich wollte ein bisschen Stimmung machen. Ich so, na, Frau Dr. Mopp, alles fit im Schritt? Und sie so, ach ja. Ich sag, was ist denn los? Und sie so, mir jetzt ja nicht gut, sagt sie. Mein Mann hat mich verlassen. Der ist nach Guadeloupe ausgewandert, lebt er jetzt mit seiner neuen Freundin zusammen. Ach ja. Ich so, okay. Und sie so, ach, Frau Sinni aus Marzahn, Sie sind immer so lustig. Können Sie mich nicht ein bisschen aufmuntern? Wie gesagt. Ich sag, Frau Dr. Mopp, hätten Sie mich nicht heute Morgen anrufen können, hätte ich mir eine kleine Eisbombe in Schlüpper gebastelt. Ich sag, was soll ich machen? Soll Konfetti rauskommen? Papierschlangen? Wollen wir 2 Wunderkerzen drinstecken? Happy New Year, Happy New Year! Und sie so, nee, was soll ich denn? Ich sag, Frau Dr. Mopp, ist das Leben noch so all sink it einfach beautiful? Ich so, kaufen sich eine Fahrkarte, fahren ihren Typen hinterher, schlagen die Alte um und bringen den wieder mit zurück. Sie so, nee, das mache ich nicht. Ich sag, warum nicht? Und sie so, ich hab ein Haustier. Ich sag, mein Gott, sag ich, so eine Katze bleibt doch ja nochmal 6 Wochen alleine. Sagt sie, nee, ich mach das nicht. Ich sag, passen Sie auf, Frau Dr. Mopp, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir kennen uns ja mittlerweile nun schon lange genug. Sie mich wahrscheinlich besser wie ich Sie. Ich passe auf Ihr Haustier auf. Und sie so, echt, haben Sie denn Haus? Ich sage, ja, sag ich, ich hatte 2 Haustiere, jetzt habe ich noch 2, also insgesamt 4. Also 2 sind ja fast, also ich hatte ja mal einen Wellensittich, Bubi, und der ist fast, also da war eine Geschichte mit einem Ventilator und ich habe ihm gesagt, der soll da nicht hinfliegen. Und dann hatte ich ja eine Schildkröte, die Helga, die war gehandicapt. Die hatte keinen Panzer mehr. Ja, ich habe mal eine Party gemacht und hatte keine Aschenbecher. Und, aber der ging's trotzdem gut. Die ist erst vor nicht allzu langer Zeit verstorben. Die ist an einem Salatblatt erstickt. Merkt er was? Und jetzt habe ich ja 2 Hunde. Also 2 Hunde. Hat jemand Hunde von euch? Muss ich mal fragen. Hier, oh, jetzt. Hier vorne, was hast du für einen Hund? Ein Husky? Oh, ist aber ein schöner Hund. Was hast du für einen Hund? Hier vorne die Dame in der ersten Reihe, Nummer 3. Ein Jack Russell, ein Chihuahua. Chihuahua, waka bang, bang. Chihuahua? Du meinst eine Fußhupe. Der ist so groß wie mein Fuß, ein Chihuahua. Der Jack Russell, wie schwer ist denn der Jack Russell? 10 Kilo? Was ist denn der für Jack Russell? Meiner hat 54. Ist Mops. Security-Mobs. Dem wachsen Arme hoch aus dem Hals. Wisst ihr, warum Security-Leute immer schlechte Laune haben? Warum die euch nie rinlassen in irgendeine Diskothek? Immer schlechte Laune. Arme zu kurz, schlecht zum Wichsen. Guck mal, der kommt ja sein Leben lang. Die kommen nicht ran. Deswegen sind die frustriert. Deswegen stehen die auch immer zu zweit an der Tür. Das nächste Mal, wenn ihr in irgendeine Diskothek gehen wollt und ihr kommt nicht rein, geht zu dem Security-Mann, guckt ihn an und sagt, ich komm wenigstens ran. Aber Hunde sind echt, ich mag wirklich jede Art von Tier, aber Hunde sind schon toll. Ich weiß nicht, ob das bei deinem, bei meinem Großen ist das ja so, der hat wirklich viel, also ist schon ein bisschen, bei dem ist das ja so, der furzt, dann riecht ja. Riecht der hinten, schüttelt sich, kickt mich an und geht weg. Der kapiert ja nicht, dass es von ihm kommt. Der denkt, ich hab erstmal ihn fahren lassen, kickt mir an, die stinkt, die Alte, und haut ab. Macht das einer auch so? Hunde sind, wenn ihr keine Hunde habt, geht einfach mal bei Bekannten gucken. Das ist echt sehr, 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 sehr cool. Meiner frisst doch alle, der Große frisst alle. Du kannst auf der Straße Döner, nimmt damit, da hat ihn einen gebrochen, das wird ja fressen. Das Liebste, was der frisst, ist Pferdekacke. Und mein Hund, Pferdekacke. Und der ist aber so, weißt du, ich lieg dann zu Hause auf dem Sofa und der hockt dann vor mir mit seinen großen braunen Kulleraugen, kickt mir und ich muss den knutschen. Ich weiß, wo der mit der Schnauze vorher drin war, aber ich muss den knutschen, weil der so süß ist. Kommt der Alte besoffen nach Hause, will mich küssen, sagt, geh weg, du stinkst. Mein Hund letztes Jahr an Ostern.
Was hat mein Hund letztes Jahr an Ostern? Entzündete Klöten. Ist ja nicht schon peinlich genug, dass du beim Tierarzt anrufst und sagst, mein Hund hat entzündete Eier, ich komm vorbei an Ostern. Ey Kind, der Tierarzt hat immer noch gelacht. Ich sag, ich war ja total aufgeregt. Man ist ja so, man hat ja Angst, dass der Hund stirbt. Man macht ja wirklich alles für Tier. Ich komm dahin, der Tierarzt. Ich sag, was machen wir jetzt? Und er so, das wird alles wieder gut, du musst nur morgens und abends eincremen. Ich sag, was soll ich machen? Sagt er, morgens und abends einschmieren. Ich sag, ich fass meinen Alten nicht mal zu Hause an. Geschweige denn, schmier ich meinem Hund die Klöten ein. Aber was machst du? Du wusstet, ihr werdet, also, wusstet verstehen, man sitzt zu Hause, mein Hund neben mir auf dem Sofa in prostituierten Stellung. Ich hab die Gardinen zugezogen, Fenster zugemauert, Fernseher ausgemacht, könnt ihr einer von innen nach außen kicken? Telefonstrippe durchgeschnitten, Handy abgemeldet. Und hab wie so ein schlechter DJ Creme und. Man macht es halt. Man liebt einfach diese Tier. Warum? Warum liebt man ein Tier manchmal mehr wie einen Menschen? Ganz einfach, weil es dich so nimmt, wie du bist, kritisiert nicht an dir rum und möchte einfach nur geliebt werden. Aber Zeigefinger nach oben, bevor jetzt jede Familie oder jede Mutter oder jeder Vater im Publikum auf die Idee kommt, seinem Kind zu Weihnachten einen Hund zu schenken. Tut mir den Gefallen. Geht in Tierheim eurer Nähe. Es gibt Tierheime, da könnt ihr eine Patenschaft für ein Jahr übernehmen. Guckt, ob ihr mit dem Hund klarkommt, weil der Hund möchte das nicht und die Katze auch nicht, an der Tankstelle ausgesetzt zu werden und da einfach vor sich hin zu vegetieren. So, ich Frau Dr. Mopp jetzt erzählt, was ich für Haustiere habe und sie so alle cool, sagt sie, dann passen Sie auf mein Haustier auf, ich hol das mal. Dann geht die ins Nachbarzimmer, ich dachte, die kommt wieder mit einem Pferd oder so, irgendein cooles Haustier, da kommt die wieder mit einem Glas, mit einem Fisch, ich sag, was ist denn das für ein Scheiß? Sagt sie, das ist Bruno, das ist mein Fisch. Ich sag, das ist doch kein Haustier, das ist ein Fisch, sag ich, die kenne ich viereckig paniert und aus der Pfanne. Ich sag, das schaffe ich keine zwei Wochen. Sagt sie doch, und sie haben das versprochen. Sag ich, ich bin mit dem Glas nach Hause gelaufen, ich habe auf dem Weg nach Hause überlegt, warum hat eine Frauenärztin einen Fisch, damit er zu Hause riecht wie auf Arbeit? Na komm, ihr seid ja nicht hier, um Shakespeare zu hören. Und dann sitze ich zu Hause, was willst du mit so einem Fisch machen? Der war alleine in dem Glas. Ich habe wie so ein Vollpfosten vor diesem Glas gehangen. Hey Bruno, what's going on? Was geht los da? Und der Fisch... Die sind so langweilig. Na, ich überlege, gut, machst du mal das Glas sauber, weil das Wasser war so, ich fass in das Wasser rein, kaltes Wasser, ich erstmal einen Föhn drin geschmissen. Das war wie so ein Whirlpool, das war so cool und der Fisch ist immer hochgesprungen und hat so mit den Flossen, hat sich am Glasrand festgehalten, das war so süß. Und der konnte ein Kunststück, der konnte tagelang auf dem Rücken schwimmen. Da habe ich mich gefreut. Frau Dr. Mopp kam aus dem Urlaub wieder. Ich sage, hier, Frau Dr. Mopp, Bruno kann auf dem Urlaub. Da fängt die an zu flennen und schreit mich an. Ich hätte ihr einen Fisch umgebracht. Da habe ich gesagt, da kann man mal sehen, wie blöd sie sind. Seit wann können tote Fische auf dem Rücken schwimmen? Dass sie nach Hause, ich gehe noch hinterher gebrüllt. Sie wissen doch am besten, was das heißt, im Leben Abstriche zu machen. Da war ich sauer. Da war ich echt sauer gewesen. Da war ich so sauer gewesen. Eigentlich schon gesagt, dass ich sauer war. Da war ich echt sauer gewesen, weil ich habe mich für jemanden eingesetzt, für Frau Dr. Mopp. Wer setzt sich denn für mich ein? Außer die Leute vom Arbeitsamt. Oh Gott. Job Center. Special Friends. Die schreiben mir immer noch, die haben es noch nicht geschnallt. Kommen Sie mal vorbei, ich schreibe immer zurück, bin bei Wetten, dass. Durchgestrichen, war bei Wetten, dass. Durchgestrichen, Wetten, dass gibt's nicht mehr. Irgendwann bin ich der Meinung, man hat ja dann auch mal Zeit, bin ich hin, meine Arbeitsvermittlerin sitzt vor mir, ich nenne sie gerne die Halslose, Schwester vom Security-Mann. Ich sage, was ist denn los? Sagt sie, ja, Frau Sinni aus Marzahn, tolle Neuigkeiten, ich habe einen Job für Sie. Ich sage, nein, ist nicht wahr. Und sie so, doch, morgen früh um 3 in der Bäckerei, morgen früh um 3 in der Bäckerei sein, kann ich nicht schon um 2 anfangen. Ich möchte auch kein Geld und keine Arbeitsklamotten, kein Urlaub. Und sie so, wollen Sie mich verarschen? Ich sage, Sie haben doch angefangen. Da fängt die. Da fängt die genauso an zu flennen wie meine Frauenärztin. Und ich sag, was ist denn hier los? Sagt sie, wissen Sie, was Frau Sinni aus Marzahn? Sie sind wirklich mein schwerster Fall. Da, hat sie recht. Und sie so zu mir, was wollen Sie aus Ihrem Leben eigentlich mal machen? Da hab ich zu ihr gesagt, das kann ich Ihnen sagen. Ich gehe in die Politik.
Und sie so, wie in die Politik? Sag, ja, ich hab die Schnauze voll, ich hab ein Parteiprogramm erarbeitet. Parteiprogramm ist dein Stichwort. Und ich sag, mach aus. Mein Parteiprogramm, was ich gearbeitet habe, beinhaltet Rente mit 16. Aber wenn ich in die Politik gehe, würde ich als erstes, glaube ich, erstmal dafür sorgen, dass die Gehälter der Politiker nicht mehr Diäten heißen. Ich mag das Wort nicht. Und wenn, würde ich dafür sorgen, dass es wie Diäten behandelt wird, um die Hälfte halbiert und den Leuten eben wird, die keine Kohle haben. Boah, geht mir das, ja. Ich würde so vieles ändern, zum Beispiel Thema Verkehr, also Straßenverkehr. Führerscheinentzug für Opas mit Hut. Und Führerscheinentzug für Männer mit kleinen Pimmeln. Und nur die Frauen, yeah, und die Männer so, hä? Ja, zieht euch ein Kleid an. Was ich auch wichtig finde, was wir ändern müssen, ist das Strafgesetzbuch, oder? Ich fordere 80 Jahre Haft. Für denjenigen, der mich noch einmal fragt, haben Sie eine Payback-Karte? Und 90 Jahre Haft für denjenigen, der mich fragt, wollen Sie eine Payback-Karte? Mir tun die Leute so leid, die immer an der Kasse stehen und jeden Kunden, haben Sie eine Payback-Karte, wollen Sie eine Payback-Karte, sammeln Sie Punkte? Haben Sie eine Payback-Karte, wollen Sie eine Payback-Karte, sammeln Sie Punkte? Haben Sie eine Payback-Karte, wollen Sie eine Payback-Karte, sammeln Sie Punkte? Haben Sie eine Payback-Karte, wollen Sie eine Payback-Karte? Ey, die Alte kommt nach Hause, der Alte steht nackt vor, hat er eine Payback-Karte, sammeln Sie Punkte? Und wenn wir schon mal dabei sind, wenn ihr in Berlin diesen fucking scheiß Flughafen nicht hinbekommt, nehmt die Kohle und gebt sie einfach für irgendwas aus, wo die Leute es wirklich brauchen können. Mann, ey. Mir gehen so viele Sachen so auf den Sack. Ich hab nicht viel Ahnung von Politik, aber das gibt so. Ich möchte einen Politiker mal haben, der mir einfach mal Fragen beantwortet. Wie kommt das Rasenbetreten Verbotenschild auf den Rasen? So geht's doch mal los. Wenn ich Schlümpfe erwürge, welche Hautfarbe kriegen sie dann? Wenn wir 785 Milliarden Euro irgendwo hinschicken, in irgendein anderes Land, um das zu unterstützen, können wir die Hälfte nicht bei uns behalten und erstmal bei uns aufräumen? Wir haben so viel zu tun. Boah. Vielen Dank. Dankeschön, ihr Lieben. Ach, wie süß. Mensch, jetzt habt ihr ja alle Zugabe gerufen. Haben Sie mir erzählt? Gut, ich habe keine Zugabe, das ist das Problem, weil ich habe hinten noch einen Braten in der Röhre. Also, ja, ich probiere mal gerade ein neues Rezept aus, weil mein Tourleiter, der hier so die Veranstaltung organisiert und so, der ist ja Veganer. Also er frisst meinem Fressen das Fressen weg. Und hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, Mensch, probier da mal was Neues aus. Und jeder mal in so einem Bioladen, ey, ich bin mal in so einem Bioladen drin, ja. Da kommt mir eine Frau entgegen, rote Haare, oranger Pullover, grüne Hose. Ich dachte, oh Gott, eine Ampel. Extrem gute Laune, weil wenn man den ganzen Tag Korn isst, ist man immer extrem gute Laune. Hey, hallo, mein Name ist Birte, darf ich dich anfassen? Ich sage, je weg. Und sie so, ja, ist mein Bioladen. Und sie so, isst du denn gerne Fleisch? Ich sage, nee, ich fress nur Baumrinde. Und sie so, nein, isst du denn gerne Fleisch von glücklichen Tieren? Ich sage, du, jedes Mal, wenn ich in Cheeseburger reinbeiße, bin ich total glücklich. Und sie so, nein, isst du denn gern Fleisch von so freilaufenden Hühnern? Ich sag, du, solange ich mit einem Teller Pommes nebenher rennen kann, ist mir scheißegal, ob das Vieh rennt. Da war die schon so ein bisschen genervt, hat mir dann den Laden so ein bisschen erklärt. Und zum Schluss sagte sie dann, da hinten darfst du dir was aussuchen. Ich sag, ich hätte gern die drei Rosinen. Und sie so, das sind Äpfel. Ich sag, was denn los? Und sie so, na, ist halt Bio. Ich sag, den Spritzer Botox drin funktioniert da bei manchen Fressen auch. Dann ist sie abgehauen und ich habe natürlich nur überlegt, wie kommst du aus dem Laden raus, ohne was zu kaufen. Aber ich habe gedacht, komm, nimmst du was mit. Ich habe gekauft 3 Tomaten, ein Sellerie-Duschgel und eine Radieschenpaste, 86 Euro. Ich stand vor dem Laden, ich habe in meinem Jutebeutel, ich habe einen Jutebeutel an der Kasse geschenkt bekommen, wobei ich mich immer frage, gibt es auch einen schlechten Beutel? Was steht da? Jutebeutel? Ist egal. Ich finde ihn lustig.
Hab gekickt, ob ich noch eine Rolex drin finde, war aber nicht. Und bin nach Hause und habe ein neues Rezept jetzt ausprobiert, weil ich gehe zum Klassentreffen. Letztes Mal beim Klassentreffen, ihr habt's nicht zu essen, aber das Klassentreffen war toll letztes Mal. Wir haben in der JVA gefeiert. Die meisten meiner Mitschüler wohnen ja da und ich habe noch überlegt, was ziehst du an? Rockhose, ist denn nackig? Ich bin nackig hingegangen, damit meine Mitschüler mich wieder kennen. Und da komme ich dahin zum Klassentreffen und wen treffe ich als erstes? Elke Wackermüller. Stockbesoffen, die war früher schon immer so voll, die konnte teilweise ja nicht unterrichten. Und dann habe ich Frau Neumann getroffen, meine Sportlehrerin, Frau Neumann. Ich sage, na, Frau Neumann, geht's Ihnen gut? Und sie so, wer sind Sie? Ich sage, ich bin's, die Cindy, ich hatte bei Ihnen Sport. Und sie so, ich kenne keine Cindy. Ich sage, doch, die kleine Cindy. Und sie so, die Cindy, die 6 Jahre ihre Tage hatte? Ich sage, Frau Neumann, ist doch real. Hauptsache, wir haben einen schönen Abend. Und ich hoffe, ihr hattet ja auch einen schönen Abend. Ich danke euch, dass ihr meine Gäste wart. Vielen, vielen Dank. Und denkt immer dran, ist das Leben noch für euch? Sing it einfach beautiful. Dankeschön.